Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zum Magazin von Oberlausitz TV. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sind zu Gast auf dem wohl ältesten Weihnachtsmarkt Deutschlands. Der 630. Bautzner Wenzelsmarkt hat in diesen Tagen seine Pforten geöffnet. Hinter uns sehen Sie den Adventskalender. Der wird hier jeden Nachmittag für die Kinder geöffnet. Und das ist die galante Überleitung zu unserem Hinweis in eigener Sache. Auch bei Oberlausitz TV, genauer gesagt auf der Homepage, gibt es einen Adventskalender. Wir verlosen dort jeden Tag attraktive Preise von Partnern aus der Region. Schauen Sie einfach mal vorbei. Wir starten ganz traditionell mit unserem Nachrichtenüberblick. Der Wochenrückblick wird Ihnen präsentiert von der Wohnungsgenossenschaft Zittau. Wohnen in unserer Genossenschaft. Das sind mehr als 85 Jahre Tradition und sicheres Wohnen mit Zukunft. Am Dienstagmorgen gegen 6.40 Uhr kam es zu einem tödlichen Unfall auf der B96 zwischen Mittelherbigsdorf und Oderwitz. Die 32-jährige Fahrerin eines Ford K war in Richtung Zittau unterwegs. Auf der Brücke über das Landwasser kam sie aufgrund von Klette ins Rutschen und blieb auf der Gegenfahrspur stehen. Der 63-jährige Fahrer eines VW Charan erkannte die Gefahr in der Dunkelheit zu spät und stieß in die Beifahrerseite des Ford K. Die junge Frau wurde eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Charan-Fahrer und seine 55-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Bundesstraße 96 war bis in den Vormittag voll gesperrt. Der Brand des Kretschams in Friedersdorf in der Nacht zum Buß- und Betag hat nach ersten Schätzungen mehr als 500.000 Euro Schaden verursacht. Das Feuer brach in einer Scheune aus und griff kurze Zeit später auf das Dachgeschoss der angrenzenden Gaststätte über. Dort befand sich die Wohnung der Wirtsleute. Zum Einsatz kamen 10 Feuerwehren aus Friedersdorf und den umliegenden Gemeinden. Zusätzlich wurde die Feuerwehr aus Bautzen angefordert. Zwischenzeitlich waren 140 Feuerwehrleute im Einsatz, um den Flammeninferno Herr zu werden. Größtes Problem, durch die enorme Hitze und Funkenflug waren auch benachbarte Gebäude in Gefahr. Im Regelfall wird mit einem Wassernebel gekühlt, um den Funkenflug großflächig zu unterbinden. Glück im Unglück, es gab in der Einsatznacht kaum Wind, der die Löscharbeiten hätte deutlich erschweren können. Trotzdem erhebt nun die Feuerwehr Friedersdorf schwere Vorwürfe, insbesondere an die Adresse des Landkreises und der Landestalsperrenverwaltung. Letztere hat im laufenden Jahr nun dafür gesorgt, dass der Brand des Kretschams um ein Haar nicht nur zur Katastrophe für die Besitzer geworden wäre, sondern auch für viele umliegende Häuser. Bereits am 16. März 2014 schrieb die Feuerwehr mit mahnenden Worten auf ihrer Homepage: Ohne Wasser, merkt euch das, wäre die Welt ein leeres Fass. Will heißen, die Feuerwehr steht blöd da, wenn zum Löschen kein Wasser vorhanden ist. Genau das ist nun 8 Monate später eingetreten, aber der Reihe nach. Im Artikel vom 16. März auf der Homepage der Feuerwehr Friedersdorf heißt es wörtlich: Umso verwunderter mussten wir nun feststellen, dass das natürliche Wasserreservoir für unser Mitteldorf, der Rückstau am Spreewehr, durch Rückbau des Wehres auf Beschluss der Landestalsperrenverwaltung verschwinden soll. Nicht nur die Gemüter der Friedersdorfer Einwohner erhitzen sich bei dem Gedanken, dass das über Jahrhunderte zum Ort gehörende Spreewehr eines Tages nicht mehr da sein soll. Auch bei unseren Feuerwehrkameraden stößt das Vorhaben auf Unverständnis. Denn dann fehlt den Kameraden der Feuerwehr das angestaute Wasser zum Löschen. Es kam, wie es kommen musste. Die Landestalsperrenverwaltung ließ die Schotten hoch und damit das angestaute Wasser von 2 Wehren in Friedersdorf ab. Und wenn die Landestalsperrenverwaltung etwas anpackt, macht sie es richtig. Sie hat nämlich die Wehre nicht einfach nur geöffnet, nein, die Wehre wurden gleichzeitig mit Kette und Schloss so gesichert, dass ein Schließen unmöglich wird. In der Brandnacht vom 19. zum 20. November wurde nun genau dieser Umstand der Schönbacher Feuerwehr zum Verhängnis. Eben diese Kameraden waren damit betraut, Wasser aus der Spree zu beschaffen, was dringend gebraucht wurde. In der Stellungnahme der Feuerwehr Friedersdorf liest sich das dann freundlich ausgedrückt so: LF 16 der Freiwilligen Feuerwehr Schönbach mit dem Errichten einer Staustelle in der Spree an der Steinstraße, Zeitaufwand ca. 30 Minuten und gleichzeitige Verlegung von ca. 300 Meter B-Leitung zur Nordseite des Gebäudes.
Hier ist wertvolle Zeit für die Brandbekämpfung verloren gegangen. Dieser enorme Mehraufwand ist die Folge des abgelassenen Spreewehrs, was die Politik zu verantworten hat. Wir hoffen, dass der normale Menschenverstand endlich wieder die Oberhand gewinnt. Und weiter? Kurz nach 1 Uhr wurde das geöffnete und durch Schloss verschlossene Spreewehr geknackt und geschlossen. Die Anstauzeit beträgt aber mehrere Stunden, sodass es für dieses Inferno zu spät kam. Die Löscharbeiten waren noch nicht beendet, da wurde das angestaute Wehr schon wieder abgelassen. Da fehlen uns einfach die Worte. Die Feuerwehr musste zunächst das Schloss am Wehr aufsägen, um dann das Wehr ablassen zu können. Als wäre dieser Umstand nicht schon ärgerlich genug, braucht es jetzt noch eine gefühlte Ewigkeit, bis genügend Wasser im Rückstau zur Verfügung steht. Der Brand des Kretschams in Friedersdorf zeigt deutlich, welche Verfehlungen hier im Gange sind. Verfehlungen, die im schlimmsten Fall Menschenleben kosten können. Es wirkt schon grotesk, wenn die Friedersdorfer Feuerwehr, Kommune, Landkreis und Landestalsperrenverwaltung auf die drohende Gefahr hinweist und nichts passiert. Ganz nebenbei sei dann noch erwähnt, dass dem Landkreis die Kameraden der Feuerwehr nicht sonderlich wichtig scheinen. Im Einsatzbericht der Freiwilligen Feuerwehr Friedersdorf liest sich das dann so. Von allen Feuerwehren wurden Atemschutzgeräteträger zur Verfügung gestellt und natürlich auch eingesetzt. Nur durch den Einsatz des Gerätewagens Atemschutz der Berufsfeuerwehr Bautzen konnte der große Bedarf an Pressluftatemgeräten gedeckt werden. Der Landkreis Görlitz ist nicht im Besitz eines Gerätewagens Atemschutz. Es wird höchste Zeit, hier etwas zu ändern. Das finden wir auch und haben die Feuerwehr Friedersdorf um Stellungnahme gebeten. Die jedoch wurde mit Hinweis auf gehörigen Klärungsbedarf mit dem Landkreis verwehrt. Unter vorgehaltener Hand kam dann doch noch eine Information. Jetzt soll sich endlich etwas ändern. Ist aber alles noch in der Schwebe und da wolle man sich durch ein Interview nicht die Verhandlungen erschweren. Fazit: Ohne Wasser und Atemschutz hat es die Feuerwehr schwer, Brände zu löschen. Nein, es ist sogar unmöglich. Dass es den Kameraden im Fall des Friedersdorfer Infernos trotzdem geglückt ist, grenzt an ein Wunder. Dass nicht mehr passiert ist, auch. Bei diesen Bedingungen kann man den Friedersdorfern nur viel Glück für die Zukunft wünschen. Das werden sie brauchen, wenn sich nichts ändert. Der Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittelgroßer Unternehmen steht im Zentrum der Initiative Neue Qualität der Arbeit. In diesen Tagen wurden im Technologie- und Gründerzentrum Bautzen Partner aus der Wirtschaft in einer Auftaktveranstaltung für das Projekt Gestalte mit sensibilisiert. Gemeinsam mit dem Praxispartner, dem Fachkräftenetzwerk Oberlausitz, sollen Unternehmen der Region fit für die Zukunft gemacht werden. Ja, das Projekt ist entstanden, weil einfach Unternehmen in der Oberlausitz diesen Bedarf haben, dass es kleine Unternehmen gibt, die mit ihrer Personalbeschaffung, mit ihren Mitarbeitern Probleme haben, auch von ihrer Attraktivität nach außen. Und es gibt dieses Kümmerermodell jetzt bei uns, um zu sagen, es gibt in den Unternehmen wirklich neben dem Chef jemanden, der das Thema angeht, der sich dementsprechend auch weiterbilden kann bei uns und der auch eine hohe Verantwortung dann auch übernimmt für das Thema und wird auf alle Fälle eine Zusammenarbeit sein zwischen der Unternehmensleitung und dem Kümmerer, wo diese Themen Personalgesundheit und Innovation angepackt werden können. Der sogenannte Kümmerer, oder nennen wir ihn auch Beauftragten, soll die Geschäftsleitung im operativen Tagesgeschäft unterstützen. Dafür wird im Rahmen des Projektes zuerst der jeweilige betriebliche Bedarf erfasst. Die ausgewählten Kümmerer besuchen Seminare und Workshops und sollen dabei die Mitnahmeeffekte der Netzwerke nutzen können. Gefragt sind also neue Ansätze für Mitarbeiterförderung und Motivation. Denn schließlich sind es die Beschäftigten, die die Unternehmen bewegen. Übrigens ein markantes Schulungs- und Promotionfahrzeug soll das Anliegen des Projektes unterstützen. Der Schulungsbus ist dafür da, um die Öffentlichkeitsarbeit voranzutreiben. Auch die Unternehmen, die sich daran beteiligen, können sich hier darstellen. Es werden bestimmte Module und Projekte, die schon durchgeführt wurden zu dem Thema, werden auch drin vorgestellt. Und der Bus soll auch in den Betrieben als Alternative zu Schulungsräumen zur Verfügung stehen, um einfach eine besondere Situation zu schaffen, um auch diesen Lerneffekt, diesen Spaß auch am Lernen voranzubringen. Und als dritten oder vierten Effekt wäre es dann auch gut, wenn wir mit diesem Bus Informationen transportieren könnten, die von einem Unternehmen zum anderen gehen. Noch mehr Informationen zum Projekt finden Sie im Internet unter www.gestaltemit.info. Ja.
Die Sächsische Zeitung in Bautzen betreibt seit einigen Wochen eine neue Nachrichtenzentrale. Das Pilotprojekt in der Oberlausitz hat sich der Verlag eine mittlere fünfstellige Summe kosten lassen. Und wir dürfen uns das neue Herzstück der Tageszeitung einmal genauer anschauen. Auf den ersten Blick ein Großraumbüro mit 6 Computerarbeitsplätzen. Hier laufen alle Informationen aus dem gesamten Landkreis zusammen. 4 Lokalausgaben entstehen vor Ort. Für Bautzen, Kamenz, Bischofswerda und das Rödertal. Neu ist die deutliche Aufwertung der tagesaktuellen Online-Berichterstattung. Die größte Herausforderung ist die Umstellung in der Arbeitsweise. Wir waren gewohnt, als Tageszeitung final zu arbeiten. Wir haben früh oder am Vorabend überlegt, was wir tun, welche Themen wir in die Zeitung setzen, welche Priorität die einzelnen Themen haben werden, welche Fotos wir brauchen. Wir haben tagsüber versucht, diese Vorgaben, die wir uns selber gestellt haben, in bestmöglicher Qualität umzusetzen und hatten dann am nächsten Tag ein fertiges Produkt in den Briefkästen der Leser. Jetzt arbeiten wir so, dass wir nach wie vor an diesem Produkt Zeitung arbeiten einerseits und zugleich aber auch tagesaktuell wie andere Online-Anbieter, wie das Radio, wie das Fernsehen präsent sind und also immer an 2 Endkanäle denken müssen in unserer Arbeit. Das ist die größte Umstellung und Herausforderung gewesen. Während sich also an einem Arbeitsplatz die leeren Seiten der Zeitung füllen, entscheidet der Online-Redakteur, welche Beiträge es auf die Internetseite der SZ schaffen. Wir haben uns entschlossen, einige Inhalte kostenfrei anzubieten bei SZ Online, weil es sich dabei um Inhalte handelt, die auch auf vielen anderen Kanälen dem Nutzer zur Verfügung stehen, oder um tagesaktuelle Inhalte, auf die der Nutzer sofort und ohne umständliches Anmeldeprozedere zurückgreifen will. Es gibt auf der anderen Seite bei SZ Online in den Lokalteilen viele aufwendig recherchierte Hintergrundgeschichten, Porträts, Reportagen, ausführliche Interviews. Das sind Angebote, die wir auch in Zukunft unseren zahlenden Abonnenten vorbehalten. Über 2 große Flachbildschirme können die Macher die aktuellen Zugriffszahlen überwachen und die können sich seit dem Start des Pilotprojektes sehen lassen. Die Entwicklung der Zugriffszahlen ist sehr positiv. Wir hatten das Ziel, mittelfristig, das heißt innerhalb eines halben Jahres, die Zugriffszahlen zu verdoppeln. Dieses Ziel haben wir bereits nach 5 Wochen erreicht. Insofern sehen wir diese Entwicklung sehr positiv, was sicher nicht nur damit zu tun hat, dass es jetzt auch kostenfreie Inhalte gibt, sondern auch damit, dass wir unsere Inhalte attraktiver präsentieren und bereits auf der Startseite von SZ Online lokale Inhalte anbieten, die der Leser auf diese Weise einfacher findet. Und das macht einen aufgeräumten Eindruck. Schon auf der Startseite von SZ Online werden die lokalen Inhalte über eine Art Schaufenster an exponierter Stelle präsentiert. Das funktioniert übrigens auch problemlos auf mobilen Endgeräten. Einmal veröffentlicht, werden ausgewählte Beiträge über das soziale Netzwerk Facebook geteilt. Wir haben uns entschlossen, bei Facebook Themen zu vermeiden, die man dort nicht sachlich, aus unserer Einschätzung nicht sachlich diskutieren kann. Wir haben die Erfahrung gemacht, wie andere Anbieter auch, dass zum Beispiel über die Einrichtung neuer Asylbewerberheime oder den Umgang mit der Flüchtlingsfrage überhaupt hier keine sinnvolle und sachliche Diskussion möglich ist. Und wir haben uns deshalb entschlossen, weil die Hasskommentare, weil die Beleidigungen überhand nahmen, diese Themen nicht auf Facebook zu diskutieren. Alles andere möchten wir gerne mit unseren Lesern, mit unseren Nutzern hier frei diskutieren. Und wir hoffen, dass sich die Kommentarkultur so entwickelt und hält, dass dies auch in Zukunft möglich ist. Und Facebook nicht wie andere Foren zu einem Ablageplatz nur noch für Hass und Häme wird. Mittlerweile ist auch eine Fotografin zurück in der Redaktion und kann jetzt ihre aktuellen Bilder bearbeiten. Da kommt dann auch wieder die Monitorwand ins Spiel. Im Team hat man jetzt die Qual der Wahl.
Die neue Nachrichtenzentrale ist eine Investition in die Zukunft des Lokaljournalismus. Wie die in 3 Jahren aussieht, da möchte sich der Chef der Bautzner Lokalredaktion dann aber auch nicht festlegen. Wenn ich das wüsste, dann wäre ich wahrscheinlich ein gefragter Fachmann in der Branche und alle würden meinen Rat einholen wollen. Ich kann schwer vorhersagen, wie sich das in den kommenden 3 Jahren entwickelt. Wir glauben an eine Mischung aus Werbefinanzierung und Bezahltinhalten. Wir sind überzeugt davon, dass guter Journalismus auch in Zukunft auf die Finanzierung durch Abonnenten, auf die Finanzierung durch den Leser und Nutzer angewiesen sein wird und nicht allein durch Werbung darstellbar ist. Übrigens, bis 23 Uhr ist die Bautzner Nachrichtenzentrale besetzt. Bereit für den Druck und die aktuellste Meldung für das Online-Portal. In a world full of diktats and conventions, could there be another way? La vie est belle. Le nouveau parfum, Lancôme. Nichts ist natürlicher als der Wunsch nach gesundem Schlaf. Das Team vom Bettenhaus Heber in Bautzen berät Sie bei der Auswahl des richtigen Bettes fachgerecht. Erleben Sie angenehme Nächte mit den Steppdecken und Kopfkissen aus eigener Produktion. Azurkind unterstützt Kinder und Jugendliche in Sri Lanka. Kinder brauchen Luft und Liebe. Aber Kinder brauchen auch ein Zuhause, medizinische Versorgung und Bildung. Azurkind kümmert sich darum. Machen Sie mit. Azurkind. Luft und Liebe. Und ein bisschen mehr. Herzklopfen und Gänsehaut erleben Sie mit den 10 Sopranos am 28. Dezember im Gerd-Hauptmann-Theater Zittau. Von Klassik über Pop bis Rock, 10 außergewöhnliche Sängerinnen erobern die Bühnen der Welt und die Herzen des Publikums. Sie dürfen lachen, sie dürfen weinen, aber sie dürfen es nicht verpassen. Träumen mit den Beinen, eines der schönsten Dinge zu zweit. Tanzschule Lucke aus Neugersdorf. Von Disco Fox bis Walzer von 9 bis 99. Wir bieten vielfältige Kurse und Veranstaltungen in unserer Oberlausitz an. Sie sind in einem Alter, in dem Ihnen das Gehen oder Treppensteigen schwerfällt? Dann wenden Sie sich an die Profis von Bernd Mobilitätsprodukte und seien Sie mobil, wann immer Sie wollen. Weitere Infos unter www.mobilitätneuerleben.de. Bestattungsunternehmen Schröter in Bautzen, Waldstraße. Wir stehen Ihnen zur Seite. In Bautzen, Kunewalde, Schirgiswalde und Königswartha. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Gönnen Sie sich mehr Freiheit und Sicherheit im Alltag mit Bernd Mobilitätsprodukte. Ja.
Herzlich willkommen im Restaurant Husarenhof. Elegante Gemütlichkeit im Herzen von Bautzen. Lassen Sie sich von pikanter sächsisch-bayerischer Küche verwöhnen. Bei uns finden Sie Platz für private Feiern, Geschäftsessen oder Firmentagungen. Und in der Sky Sports Bar verpassen Sie kein Sportevent. Besuchen Sie uns auch im Internet unter restaurant-husarenhof.de. Jetzt am Start die noch schnellere Zweierkombi von Tele Columbus. Die Spannung steigt. Internet-Flatrates mit bis zu 150 Megabit. Bahnfrei. Und dazu die super günstige Telefon-Flatrate. Alles für nur 19,99 Euro im Monat. Jetzt auch mit Tablet-PC. Bestellen Sie jetzt unsere Doppelflat unter www.telecolumbus.de oder in Ihrem Tele Columbus Shop. Tele Columbus. Jetzt zugreifen, bevor der Tropf gelutscht ist. Der Garantiezins in der Lebensversicherung wird für Neuverträge ab 1. Januar 2015 gesenkt. Sichern Sie sich jetzt noch den alten Garantiezins von 1,75% in allen Filialen der Kreissparkasse Bautzen. Das familiär geführte Hotel Dresdner Hof in Zittau gilt seit Jahrzehnten als Top-Adresse für behagliche Gastlichkeit im Herzen der Stadt am Dreiländereck. Im südöstlichsten Zipfel von Sachsen gelegen, lädt die wundervolle Umgebung mit dem kleinsten Mittelgebirge Deutschlands, dem Zittauer Gebirge, zu ausgedehnten Wanderungen und Radtouren ein. Das moderne Hotel verfügt über helle und freundlich eingerichtete Zimmer in den unterschiedlichsten Einrichtungsstilen, komfortabel und charmant. Die lange Tradition der Gastfreundschaft, das Haus wird bereits in zweiter Generation geführt, lässt keine Wünsche offen. Geschäftsreisenden steht ein kostenfreier Internetzugang zur Verfügung und im weitläufigen, grünen Freigelände mit romantischem Biergarten können Sie sich jederzeit verwöhnen lassen. Im Erdgeschoss des Hotels finden Sie das neue Restaurant Scholleck. Frisch, köstlich, lecker – so das Motto für die moderne und kulinarische Oase. Im Scholleck liegt das Hauptaugenmerk auf frischer Küche und herzlicher Gastlichkeit. Ein Blick auf die Speisekarte verrät, hier soll die gute alte deutsche Küche mit allerlei köstlichen Kleinigkeiten entstaubt werden. Alles frisch und ohne Konservierungsstoffe oder Geschmacksverstärker zubereitet. Ganzheitlich erlebter Genuss ist angesagt und das auch im viktorianischen Wintergarten. Darüber hinaus bietet das Team des Scholleck verschiedene Tagesgerichte an. Lassen Sie sich einfach überraschen. Hätten Sie gedacht, dass man in Zittau Hotelkomfort zu Pensionspreisen erleben kann? Doch, in der Pension Dresdner Hof erfahren Sie in neu eingerichteten und renovierten Zimmern, wie das gehen kann.
praktisch mit all dem ausgestattet, was Sie für einen angenehmen Aufenthalt benötigen. Dusche, WC, Kabel-TV, Telefon und sogar einen Balkon. Und mit einem reichhaltigen Frühstück in den Tag geschickt, können Sie, ob als Geschäftsreisender oder Besucher der Oberlausitz, erahnen, was der Dresdner Hof unter Gastfreundschaft versteht. Vis-à-vis zum Hotel Dresdner Hof erwartet Sie das gleichnamige Eventhaus. Im Erdgeschoss stellen Ihnen die Inhaber einen großzügigen Veranstaltungsraum für 25 bis 70 Personen zur Verfügung. Ob Meeting oder Workshop, Seminar oder Tagung, hier finden Sie alles, was Sie für Ihr Business benötigen. Neben den gewohnten technischen Standards bietet das Team Tagungsgetränke, kleine Snacks oder auf Wunsch ein komplettes Buffet. Ob Rahmenprogramm oder alternativer Ausflugstipp, die Macher des Dresdner Hofs kümmern sich gern um die Details ihrer Veranstaltung. Aber auch Familienfeiern, Hochzeiten oder Betriebsvergnügen werden auf allerhöchstem Niveau vorbereitet und liebevoll gestaltet. Sie sind eben herzlich willkommen. Herzlich willkommen heißen zu Vorhang auf. Wir dürfen Ihnen auch in dieser Spielzeit Neuinszenierungen am Deutsch-Sorbischen Volkstheater in Bautzen vorstellen und beginnen mit Eltern, einen Liederabend von Franz Wittenbrink. Er hat quasi eine neue Gattung erfunden, ein Liederabend mit integrierter Handlung. Und als Gast in der Bautzener Inszenierung dürfen sich die Theaterfreunde freuen auf Ramona Kunze-Lippner. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sie sind bekannt als Schauspielerin im Tatort, bei Soko Leipzig und vielen anderen Dingen. Jetzt hier in Bautzen auf der Bühne, wie ist es dazu gekommen? Also erstmal kenne ich die Regisseurin Ute Raab, also Choreografin und Regisseurin. Wir haben am Staatsschauspiel Dresden gemeinsam gearbeitet und an anderen Bühnen. Und da gab es halt eine Rolle und sie fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, mal wieder Theater zu machen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, warte mal. Und dann habe ich gesagt, machen wir. Sie mussten sich ja irgendwann entscheiden zwischen Theater und Film. Ihre Entscheidung ist für den Film ausgefallen. Was macht den Reiz denn aus? Naja, ich würde sagen, einfach das Medium ist interessant und ich liebe das natürlich auch sehr. Es ist natürlich anders als Theater, ja. Also ich sag mal so, im Theater kann man produzieren und man kann wiederholen, man kann entwickeln, man kann aufbauen. Man hat das Publikum vor der Nase, was ja sehr schön ist. Das hat man beim Film nicht und das ist doch manchmal auch nicht immer schön, wenn man also, aber das Medium an sich finde ich einfach großartig, finde ich toll. Ja. Aber da geht es dann ja auf den Punkt. Ja, es geht auf den Punkt. Also ich meine auch die Arbeit, wie gearbeitet wird, es ist ja doch sehr professionell. Ja, es hat ja auch natürlich auch wie überall mit viel Geld zu tun auch oder wenig Geld, ja und so. Aber also wie produziert wird, wie die Crew ist, wie konzentriert gearbeitet wird, das ist doch schon anders als am Theater. Am Theater wird auch toll produziert, gar keine Frage. Aber man kann hier aufzeichnen, wiederholen, schneiden, machen, tun, zusammenfügen und das Bild entsteht dann halt. Ne? Und im Theater ist es anders. Da stehen Menschen auf der Bühne und die müssen was entwickeln und die müssen was machen. Und das ist nicht jeden Abend auch gleich im Theater. Ja? Also mal ist man besser drauf, mal nicht, mal passieren auch mal Fehler oder so. So ist das halt, ja. Aber die Reaktionen im Theater sind doch spontaner. Die sind toll. Und das ist das Bessere, sage ich mal, als beim Film. Beim Film sieht man es ja, sage ich mal, zur Premiere. Es gibt ja immer eine Filmpremiere oder so. Aber die Reaktionen im Theater sind einfach toll. Und die liebe ich genauso, ja. So. Welche Rollen verkörpern Sie denn alles in diesem Liederabend Eltern? Ich bin die Therapeutin, die Hebamme, die Lehrerin und die Mutter. Ja. Auf welchem Part freuen Sie sich am meisten?
Das kann ich nicht sagen. Also ich finde eigentlich alle vier Rollen finde ich spannend. Ja, weil sie so anders sind und ich singe auch sehr gerne, ja, leidenschaftlich gerne. Habe auch in einem Wittenbrink-Abend mitgemacht, die Sekretärinnen. Ja, also ich kenne Wittenbrink auch persönlich kennengelernt und finde natürlich toll. Gibt es so eine Rolle, die Sie unbedingt nochmal spielen möchten, ob vor der Kamera oder auf dem Brett, und die Welt bedeuten? Oh, das sage ich jetzt nicht, weil da ist die Idee weg. Okay. Ich habe eine Idee, also da bastle ich auch schon dran, aber das würde ich jetzt nicht gern laut sagen. Gut, dann bedanken wir uns ganz herzlich für das Gespräch, wünschen viel Erfolg für die Premiere und die Aufführung. Übrigens noch mehr Informationen zum Stück und den Aufführungstermin gibt es natürlich im Internet unter www.theater-bautzen.de. Läuft nichts mit ihr, ich weiß nicht. Meine Mutter spürt das, tut mir leid. Das war das Magazin von Oberlausitz TV. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen im Namen des gesamten Teams eine schöne Adventszeit. Wir sehen uns wieder, wenn Sie denn mögen, am 19. Dezember, denn dann startet unsere traditionelle Weihnachtssendung Weihnachten in der Oberlausitz. Und noch ein Hinweis in eigener Sache sei erlaubt. Am 30. Dezember von da an gibt es unseren Jahresrückblick Augenblicke 2014. Wir haben viele interessante Gesprächspartner und wir schauen noch einmal zurück auf die Highlights des vergangenen Jahres. So, jetzt kann ich Ihnen nur noch unsere tagesaktuelle Berichterstattung auf unserer Homepage anempfehlen unter www.oberlausitztv.de oder Sie folgen uns in den sozialen Netzwerken bei Facebook oder Twitter. Also machen Sie es gut. Ciao.